Soll ich für die Neuvermietung einer Wohnung oder eines Hauses einen Makler nehmen oder soll ich das Ganze selber machen? In diesem Video sprechen wir über die Vor- und die Nachteile eines Maklers bei der Neuvermietung und räumen auch ein paar Vorteile aus der Welt. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn du dich wunderst, wo ich gerade bin, ich bin immer noch in Costa Rica. Dahinter seht ihr Samara, das ist ein sehr schöner Flecken Erde hier in Costa Rica. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu besuchen. Und wenn ihr hier ein Haus vermieten könnt, das wäre natürlich super. Also, wenn ich eine Wohnung oder ein Haus vermieten möchte, weil ich gerade einen Mieterwechsel habe, weil ich generell Leerstand habe, mache ich das selber oder nehme ich dafür einen Makler? Ich meine, die erste Frage, die sich stellt, ist überhaupt, welche Möglichkeiten hast du? Ich selber habe ja 5 Jahre in der Schweiz gewohnt, habe meine Immobilien in Deutschland eingekauft. Ich konnte damals gar nicht selber vermieten, weil ich ja zu weit weg war. Und allein mal für eine Besichtigung eines Mietinteressenten nach Sachsen, nach Leipzig fahren, das wäre ja 7 Stunden hin, 7 Stunden zurück, das lohnt sich gar nicht. Ich habe deswegen auf jeden Fall am Anfang immer Makler genommen. Mittlerweile wohne ich selber wieder in Leipzig und habe auch die ein oder andere Selbstvermietung durchgeführt. Und jetzt kann ich mal vergleichen, was besser ist, was schlechter ist, was die Vorteile, was die Nachteile sind. Und fangen wir mal mit den Vorteilen an. Wenn du einen Makler hast, dann ist der größte Vorteil für mich aus der Sicht eines Investors die Opportunitätskosten. Weil je nachdem, wo du die Immobilie hast, kann es sehr viel Aufwand sein, eine Immobilie neu zu vermieten. Erstmal musst du sie inserieren, du musst sie also auf den ganzen Portalen vorbereiten, einstellen. Dann musst du Besichtigungen durchführen. Es heißt ja nicht, dass gleich die erste Besichtigung zum Erfolg führt. Dann musst du später noch den Mietvertrag schreiben, Schufa-Auskunft holen, die ganze Bonitätsprüfung machen, später noch die Übergabe machen, Zählerstände ablesen und so weiter. Also es ist eine ganze Menge Aufwand. Und wenn man das halt nicht gleich beim ersten Mal hinkriegt, weil der erste Mieterrezent vielleicht nicht der beste ist, dann muss man das öfter machen. Natürlich gibt es auch Regionen, da schaltet man eine Anzeige und nach einer Stunde hat man 50 Anfragen. Aber es gibt natürlich auch Regionen, in C- und in D-Lagen, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo der Aufwand natürlich ein bisschen höher ist. Also das ist mal die erste Frage, was sind die Opportunitätskosten? Und ich habe für mich gemerkt, vor allen Dingen, wenn ich in schlechtere Lagen investiere, sind die Opportunitätskosten sehr hoch, weil man viele Besichtigungen hat und weil es viel Aufwand ist. Und die Zeit, die ich dort investiere, die kann ich ja nicht woanders investieren. Und demzufolge habe ich hohe Opportunitätskosten. Und deswegen entscheide ich mich, lieber andere Sachen der Zeit zu machen und source das an einem Makler aus. So, dann kommen wir mal direkt zu dem zweiten Vorteil neben den Opportunitätskosten. Und zwar ist das die Professionalität. Weil gerade wenn du am Anfang deiner Immobilienkarriere stehst und nicht so viel Erfahrung mit Immobilien hast, dann hast du natürlich auch keine Erfahrung mit Neuvermietung. Und Makler machen das ja jeden Tag. Sowohl die Vermietung von Immobilien als auch den Verkauf von Immobilien, die kennen sich ja sehr gut aus. Die wissen also genau, was sie da machen. Natürlich gibt es auch immer ein paar schwarze Schafe, die davon keine Ahnung haben. Aber der Großteil, die Mehrheit, die weiß genau, was sie macht und die kann das Ganze professionell machen. Die weiß also sofort, in welchen Portalen sie inserieren muss. Sie weiß sofort, welche Fotos sie machen muss, wie das Inserat gestaltet werden muss. Sie hat ganze Abläufe für das Prüfen der Mieter, was die Bonität angeht, was die Besichtigung angeht. Also das Ganze ist sehr professionell und in den meisten Fällen viel professioneller, als wir es als Investoren machen könnten. Vor allen Dingen, wenn wir noch ganz am Anfang stehen und noch keine Erfahrung haben. Und das ist auch gleich der dritte Punkt, weil der Makler, generell sind die Makler ja sehr lokal aufgestellt und die kennen sich natürlich extrem gut mit der jeweiligen Lage und auch mit der Mikrolage aus. Die wissen also ganz genau, welche Art von Mieter du dort erwarten kannst. Sie wissen genau, was du in der Lage anbieten musst, ja, welche Wohnungsgrößen am besten weggehen, ob in der Wohnungsgröße vielleicht lieber Einzimmerwohnungen gehen, ob da vielleicht eher Familien wohnen, Fünfzimmerwohnungen bedarf sind, ob da viele Senioren wohnen, ob du einen Fahrstuhl brauchst. Das heißt, die Makler kennen sich in ihrem Gebiet sehr gut aus. Natürlich solltest du dich als Investor auch sehr gut auskennen und sehr gut die Mikrolage analysiert haben. Aber es schadet nie, nochmal auf das Wissen von den lokalen Vermietungsmaklern zurückzugreifen, weil die machen das ja tagtäglich. Die sehen genau, welche Wohnungen werden denn sofort schnell vermietet? Auf welche Wohnungen gibt es denn sofort 20, 30 Anfragen nach einem Tag? Und welche Wohnungen brauchen einfach viel länger, um sie vermieten zu können? Das heißt, dieses Wissen, was die Makler dort in der Mikrolage haben, das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Pluspunkt.
Ein vierter großer Punkt ist natürlich auch das Netzwerk, was du dir über den Makler aufbaust. Weil wenn du öfter mal mit Maklern zu tun hast und vor allem auch einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bist, dann wissen das die Makler zu schätzen. Sie geben sich auch Mühe und sind ja daran interessiert, immer wieder mit dir zusammenzuarbeiten, mit dir Deal zu machen, weil über dich verdienen sie ja Geld. Und wenn man dann mal so ein großes Netzwerk aufgebaut hat, dann fällt auch der ein oder andere Immobiliendeal ab. Ja? Also es kann sein, weil diese Makler, die vermieten ja nicht, sondern die verkaufen ja auch Objekte. Und wenn du eine gute Beziehung zu ihnen hast, wenn sie wissen, dass du zuverlässig bist, dass du eine gute Bonität hast, dann kannst du die Makler auch mal fragen, hey, guck mal, ich habe dir schon 2, 3 Objekte zum Vermieten gegeben. Wenn du mal ein gutes Verkaufsobjekt hast, dann sag mir doch bitte als erstes Bescheid. Ja? Weil gerade diese Off-Market-Objekte, die fallen ja nicht vom Himmel. Die kommen immer über das Netzwerk und zu einem guten Netzwerk gehören auch gute Makler hinzu. Und da fallen auch das eine oder andere Mal gute Immobilien ab, die man kaufen kann. Also allein auch schon deswegen sollte man den Kontakt zu Maklern pflegen. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, dass die Makler das Ganze ohne Emotionen machen. Wenn du selber deine Immobilie vermietest, spielen da automatisch Emotionen mit. Gerade wenn es zum Beispiel ein Einfamilienhaus ist oder wenn es deine einzige Wohnung ist, dann hast du einfach Emotionen damit, weil du hast dich darum gekümmert, du hast das Haus liebgewonnen, die Wohnung liebgewonnen, hast sie vielleicht selber sogar gut eingerichtet und da willst du ja auch nicht jeden reinlassen. Das heißt, da hängen viele Emotionen mit drin, die den Prozess manchmal schwierig machen, weil gerade Immobilieninvestments ist nun mal ein Business und da muss man versuchen, die Emotionen auszuschalten. Und genau das machen die Makler. Für die Makler ist es quasi ja nur Arbeit, es ist eine Aufgabe und die lassen die ganzen Emotionen weg. Die prüfen genau den Mietinteressenten und bewerten den nicht nach, ah, der sieht ein bisschen komisch aus, bei dem habe ich kein gutes Gefühl, der macht mir vielleicht die Bude kaputt. Natürlich schätzen die Makler den auch ein und gehen uns an dich weiter, aber sie bewerten das viel, viel neutraler, als du jemals könntest. Ja? Weil wenn du nämlich direkt mit den Interessenten sprichst und damit der ins Gespräch kommt, findest du ihn sympathisch, findest du den nicht sympathisch, kann es ja auch passieren, dass du Eingeständnisse machst. Weil ich habe es auch schon bei der Selbstvermietung gemerkt, dass ich dort Mietinteressenten haben, die gesagt haben, ja, Rauer, ich habe es aber diesen Monat ein bisschen schwierig, gerade wenn man im unteren Niveau ist. Ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wir vielleicht 5 € weniger Miete machen? Oder ich hatte auch mal einen Mieter, der gesagt hat, Herr Raue, ich kann Ihnen nicht 3 Kautionen zahlen, sondern nur 2 Kautionen, weil ansonsten könnte ich meinem Kind halt nichts zum Nikolaus schenken. Ja? Natürlich wird man da weich, wenn man sowas halt hört. Zumindest war es bei mir so, ist dann auch gut gegangen im Nachhinein. Aber das spielen halt Emotionen mit. Ne? Und Emotionen haben eigentlich bei Immobilieninvestments nichts zu suchen. Und wenn du so einen Makler zwischenschaltest, der nimmt die ganzen Emotionen raus. Auch manchmal hast du Mietinteressenten, die schreiben so einen Bullshit, ja, oder die beleidigen dich oder die kreuzen gar nicht auf. Nichts ist frustrierender, als wenn du denn zur Besichtigung fährst und der Typ kreuzt nicht auf. Ja? Das ist frustrierend. Und wenn du da einen Makler zwischenschaltest, dann bekommt der das quasi alles ab und kann das rausfiltern. Er dient also quasi als weiterer Filter, um dir Zeit zu sparen, um dir Stress zu sparen und natürlich auch dir manchmal nicht die Laune zu verderben. Ne? Also das ist noch ganz gut, dass die Makler die Emotionen rausnehmen. Und das Gute ist, die Makler treffen ja nicht die Entscheidung für dich. Und das ist nämlich ein ganz großes Vorteil. Viele sagen, ich will nicht über Makler vermieten, weil ich will mir den Mieter selber aussuchen. Ja, das machst du doch mit dem Makler auch. Der Makler macht nur die ganze Arbeit vor, ja, trifft die Vorauswahl. Er macht die ganze Arbeit, die Besichtigung, bereitet Dokumente auf und am Ende stellt er dir die Interessenten vor. Er sagt, Herr Raue, hier, wir haben jetzt Besichtigungen gemacht, am Ende sind jetzt 3 Mieter übrig geblieben, die in ihr Profil passen, von der Bonität gut sind. Welchen von den 3 würden Sie nehmen? Und dann kannst du noch den Makler fragen, okay, welcher ist denn aus Ihrer Sicht der geeignetste? Das heißt, du triffst die Entscheidung selber. Du sagst immer noch selber, wer in die Wohnung darf und wer nicht. Der Makler nimmt dir nur die ganze Arbeit vorher ab. Und das ist der gute Punkt. Der Makler macht die Arbeit, du bezahlst ihn dafür, du triffst die Entscheidung, hast natürlich dafür auch die Verantwortung und dann sollte das ganze Ding ins Rollen kommen. Also das sind, denke ich mal, die ganzen großen positiven Punkte. Kommen wir mal zu den negativen Punkten. Und der Hauptpunkt, der angeführt wird, ist natürlich erstens, wie sorgfältig und wie intensiv die Suche gemacht wird, wie gut die Suche gemacht wird. Weil sehr oft sagen Immobilieninvestoren, ja, ich mache es lieber selber, weil die Makler geben sich keine Mühe, die bringen nur Scheißinteressenten an und dann mache ich das lieber selber. Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, muss man es selber machen. Das höre ich sehr oft. Ja, und das liegt natürlich daran, dass es gute Makler gibt und auch schlechte Makler gibt. Und wenn man natürlich direkt an einen schlechten Makler gerät, der sich keine Mühe gibt, der das Inserat einfach nur so hinrotzt, der total schlechte Bilder macht, ja, dann findet man damit keinen Mietinteressenten und muss ihn halt trotzdem irgendwann bezahlen. Na gut, wenn er keinen Mietinteressenten findet, dann nicht, aber dann ist man frustriert, weil dann zieht sich das ja länger hin und man hat länger Leerstand. Und ab und zu höre ich von Investoren, wenn ich das selber mache, finde ich viel schneller Mieter, weil ich mich viel besser darum kümmere. Ja, das stimmt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil man, wenn man selber hinterher ist, es ist ja das eigene Geld und wenn eine Wohnung leer steht, ja, verliert man ja Geld. Und demzufolge ist man viel mehr
mehr daran interessiert, das Ding schnell zu vermieten, als es vielleicht die Makler machen, für die es ja nur ein Job ist. Ja? Ob die jetzt das Geld diesen Monat verdienen, nächsten Monat verdienen, sollte ja eigentlich oder ist zumindest egal. Und demzufolge sind die Makler unterschiedlich schnell, unterschiedlich professionell. Aber da kommt auch wieder der Punkt zum Tragen, wenn du mit dem Makler eine gute, langfristige Zusammenarbeit anstrebst, dann weiß der Makler auch, er würde dich ja nicht als Kunden verlieren, weil er von dem mal wieder Aufträge kriegt. Und demzufolge muss er gut arbeiten, zuverlässig und schnell und kann nicht rumtrödeln. Ich habe zum Beispiel meine Stammmakler für Leipzig, ich habe meine Stammmakler für Chemnitz, denen ich immer wieder Aufträge gebe. Jedes Jahr 3, 4, 5 Neuvermietungen meiner Makler in Leipzig habe ich auch den Verkauf gegeben. Und die weiß, dass ich für sie ein guter Kunde bin. Und demzufolge gibt sie sich auch Mühe und demzufolge vermietet sie auch gut. Ja? Und wenn man natürlich immer nur ganz kurzfristige Vermietung hat immer nur mal da einen Makler, mal da einen Makler. Ja gut, denen ist es manchmal dann egal und die geben sich wirklich nicht viel Mühe. Also das kann wirklich ein negativer Punkt sein und den kann man nur beheben, indem man wirklich längerfristig mit denen zusammenarbeitet. Der zweite große Punkt ist natürlich das Geld. Klar, Makler kosten Geld, wenn die Arbeit übernommen. In der Regel kosten die 2 Monatskaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja? Das heißt, wenn du eine Wohnung für 500 Euro kalt vermietest, dann wollen die 1000 Euro Provision haben, zuzüglich Mehrwertsteuergrad 19%. Und das ist natürlich schon ein ganzer Happen. Das muss ich sagen, ja, klar, das kann ein negativer Punkt sein, gerade wenn man auf das Geld angewiesen ist, wenn man noch nicht so viel Geld hat und wenn man sowieso viel Freizeit hat und in der Nähe der Immobilien wohnt, dann könnte man sich das Geld sparen. Das ganze Geld spart man sich nicht, weil man muss ja die Inserate bezahlen, es sei denn, man inseriert nur auf eBay Kleinanzeigen, aber gerade wenn man auf ImmoScout inserieren will, auf Immonet oder irgendwelchen lokalen Zeitungen, dann kostet das ja auch Geld, das heißt ganz kostenlos ist es nie. Aber ja, die Makler kosten Geld und da kommt der Punkt wieder Opportunitätskosten zum Tragen. Ja? Wenn du mit deiner Zeit viel bessere Dinge anfangen könntest, Dinge, die dir viel mehr Geld einbringen, als sich der Makler kostet, dann lass es einen Makler machen. Wenn du aber weißt, ich bin in so gutem Markt, ich stelle mal kurz eine Anzeige bei eBay online, nach 5 Minuten habe ich 10 Interessenten, dann kann ich einen auswählen, gut, dann brauchst du vielleicht keinen Makler bezahlen, weil es dann vielleicht wirklich zu viel rausgeschmissenes Geld wäre. Also das sind so die 2 negativen Seiten, die ich sehe. Und ich muss schlussendlich sagen, für mich ist beides okay, sowohl das Selbstvermieten, ich habe meine Wohnung in Taucher selber vermietet, wo ich drin gewohnt habe, da war es ja auch kein Problem mit den Besichtigungen, weil ich war sowieso zu Hause, habe Homeoffice gemacht und wenn jemand die Wohnung besichtigen wollte, kam er hin. Wenn ich aber jedes Mal irgendwo hinfahren müsste, um Wohnung zu zeigen, da hätte ich schon keinen Bock drauf und dann gebe ich das immer an einen Makler. Also es kommt wirklich darauf an, wie viel willst du outsourcen, wohnst du in der Gegend und wie wichtig ist es dir wirklich, den letzten Cent rauszupressen. Das sind so die Vor- und Nachteile. Ich werde weiter mit Maklern vermieten, weil ich ein Freund vom Automatisieren bin und vom Outsourcen und demzufolge arbeite ich weiter mit Maklern. Eine wichtige Sache ist noch, man muss noch mal stark unterscheiden, wenn man das outsourced, wo man das abgibt, weil es gibt ja auch sehr viele Zuschauer, die eine Wohnung haben und dort eine Sondereigentumsverwaltung haben und in der Sondereigentumsverwaltung ist die Vermietung mit drin. Manchmal ist die im Preis mit drin, das ist eigentlich fast sogar das Schlimmste und manchmal kostet die noch extra, aber wenn die im Preis drin ist, die Sondereigentumsverwaltung ist ja dafür da, dass die sich um die Verwaltung des Mieters kümmert, um die Nebenkostenabrechnung, alles, was in der Wohnung anfällt. Und wenn dort in dieser Pauschale die Vermietung mit drin ist und dann soll die Verwaltung plötzlich die Vermietung machen, ja, dann hat sie zusätzlichen Aufwand, aber kein zusätzliches Geld, weil der Aufwand ist ja mit der Pauschale abgewiesen. Und wenn du plötzlich mehr Aufwand hast, aber kein Geld verdienst, ja gut, dann ist deine Motivation ja quasi gleich null. Und da habe ich schon sehr oft gehört, dass die dann sehr wenig motiviert sind und keine guten Mieter anbringen oder es ewig lange schleifen lassen. Ich habe sogar schon mal von einem Mieter gehört, der so ein Problem hatte. Der hatte eine Sondereigentumsverwaltung und irgendwann kam kein Geld mehr auf sein Konto. Und dann hat er die Sondereigentumsverwaltung gefragt, ich habe jetzt keine Mieteingänge mehr, was ist denn passiert? Und dann sagt die Verwaltung, ja, der Mieter ist ausgezogen. Und dann fragt der Investor, ja, warum haben Sie nicht neu vermietet? Ja, Sie haben ja nicht gesagt, dass wir neu vermieten sollen. Ja, aber woher sollte der Investor denn wissen, dass der ausgezogen ist, wenn die Verwaltung das dem Investor nicht sagt? Ja? Also das war jetzt mal ein krasser Fall. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Ich sage einfach nur, dass wenn der Verwaltung keinen Anreiz hat, keinen geldlichen Anreiz hat, dass sie dann nicht wirklich was macht. Und das ist nämlich der große Unterschied zwischen den Maklern. Die Makler kriegen immer nur eine Provision im Erfolgsfall und demzufolge bin ich der Meinung, dass die mehr motiviert sind. Manche Sondereigentumsverwaltungen haben die Vermietung zwar mit drin, aber da kostet das extra, da ist es schon ein bisschen besser. Die geben sich dann, glaube ich, mehr Mühe, weil sie höheren Anreiz haben. Aber ich habe oft schon gelesen, dass es nur einen Monatsmieten sind und dass natürlich auch viel weniger als Makler bekommt und demzufolge wird das dann sehr oft an einen Mitarbeiter abgegeben, der vielleicht semi-motiviert ist und
dann es etwas länger dauert, bis die Wohnung vermietet ist. Ne? Und je länger das dauert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Leerstand hat. Weil wenn ich direkt ohne Leerstand fließenden Übergang habe, also ein Mieter zieht aus und am selben Tag zieht der neue Mieter ein, ist ja gut. Wenn ich zwischendurch aber 1, 2, 3 Monate Leerstand habe, dann ist das ja kacke, das kostet ja Geld. Ja? Und demzufolge ist es ja wichtig, dass man den Leerstand vermeidet. Ich habe ja in meinem Portfolio auch ein großes Problem aktuell mit Leerstand, aber das hat andere Gründe. Darüber habe ich ein ausführliches Video gemacht, was ich dir mal hier oben verlinke. Und demzufolge bin ich der Meinung, wenn du das outsourcest, dann gibt das immer einen Makler. Ich sage nicht, dass alle Hausverwaltungen schlecht sind, alle Sondereigentumsverwaltungen schlecht sind. Ja. Ich habe da selber nur schlechte Erfahrungen ganz am Anfang mitgemacht und habe es auch von einigen Investoren am Stammtisch gehört. Es gibt sicherlich auch sehr gute Hausverwaltungen. Ich mache es trotzdem immer über einen Makler. Also das waren aus meiner Sicht alle Pluspunkte, alle negativen Punkte, alle Vorteile, die man zum Thema Selbstvermieten oder Vermieten über Makler sagen kann. Wenn dir noch weitere Punkte einfallen, dann schreib es doch gerne in die Kommentare. Schreib auch in die Kommentare, welche Erfahrungen du gemacht hast mit selber vermieten im Vergleich zum mit Makler vermieten. Das würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Alexander vom Vermietertagebuch.